Dann wollen wir mal sehen. Zum Donnerwetter. Es sollte doch nicht wirklich fliegen, oder? Natürlich sollte es wirklich fliegen. Sonst wäre es ja wohl kein Luftschiff. Dieser Antrieb. Echt, dieses Ding macht mich noch verrückt. Ich war mir so sicher, dass es heute hinhaut. Der Mithril-Antrieb ist dafür gedacht, Träume zu erfüllen. Aber vielleicht sollte dieser besser nicht in Erfüllung gehen. Bringt man Menschen das Fliegen bei, dann werden sie sich auch bald in der Luft bekriegen. Noch mehr, die ihr Zuhause verlieren. Noch mehr Kinder ohne Väter und Mütter. So wie ich damals. Tut mir leid. Ja, mir auch. Clive, sag mir, was würdest du tun? Dem Verstand folgen oder dem Herzen? Wirklich schwierig. Als ich das erste Mal an Deck deines Schiffes stand, mit dem Wind im Haar, war es, als würde ich fliegen. Wie mag es sich wohl in Wirklichkeit anfühlen? Mein Paps hat immer gesagt, es gäbe zwei Arten zu leben. Man jagt einem Traum nach oder kriecht ins Grab. Er hatte recht. Und nicht nur in dieser Hinsicht. Auch wenn ich es ungern zugebe. Menschen brauchen Träume zum Leben. Ganz besonders in dieser Welt. Gut. Wenn alles vorbei ist, bringe ich all meine Mithril-Antriebe nach Semekis und werf sie da rein. Ja, mein Traum wird nicht eines Tages zum Albtraum für andere. Und deine ganze Arbeit? Meine ganze Arbeit wird niemals für Kriege benutzt werden, klar? Aber sie ist auch nicht verloren. Sag mal, Clive, warst du schon mal auf Schatzsuche? Nicht, seit Joshua und ich klein waren. Wieso fragst du? Weil ich die Baupläne für den Antrieb verstecken und ein Rätsel hinterlassen werde, mit dem man sie finden kann. Ein kompliziertes, damit nur wirklich leidenschaftliche Träumer hier dahinter kommen werden. Ich sehe schon vor mir, wie irgendein hirnloser General auf die Worte starren und ein dummes Gesicht machen wird. So wie du. Ja. Ja. Aber wenn ich eine ganze Schatzsuche auf die Beine stelle, dann muss der Antrieb auch ein würdiger Schatz sein. Und wenn damit nicht mal ein Modell fliegen kann, ist er das sicher nicht. Paps meinte immer, hab große Träume. Aber die Größe eines Traums ist eigentlich egal, oder? Solange er gut ist. Und ich glaube, ich habe noch ein paar ziemlich gute. Da bin ich mir sicher.